Recht herzlich willkommen zur 271. Folge von City Skylines. Ja, wir sind im Spiel und hatten letztes Mal irgendwo eine Kreuzung gemacht. Diese hier hinten, da müssen wir nochmal reingucken. Was ist daraus geworden? Okay, wir haben gespeichert, dann ist es immer ein bisschen anders, aber wir können ja, nee, warte mal, das war das. Okay, sieht eigentlich noch ganz gut aus. Hier staut sich ein bisschen mehr. Aber insgesamt läuft es erstmal. Dann würde ich sagen, nochmal dieses hier mit dem Roten. Da gucken wir hier rein. Und hier hatte ich ja gesehen, dass Fahrzeuge da durchfahren, die gar nicht dahin wollen. Aber die drehen hier und fahren dann da lang. Dann passt das ja. Also hier fahren definitiv wohl nur Lieferwagen rein ins Gebiet. Was ich dann aber noch gesehen hatte, dass da hinten eine Kreuzung falsch gesetzt ist. Rechts ist keiner und hier wird angehalten, ne? Also so rum die Kreuzung. Macht mehr Sinn. So, das ist okay, würde ich sagen. Soweit läuft's dann erstmal. Hier jetzt ist auch wieder entspannter alles. Na, hier ist ein bisschen schwieriger, aber das ist, da dreht sich trotzdem alles. Das ist alles gut hier, würde ich sagen. Passt schon. Gut, dann schauen wir mal weiter. Gehen wir mal raus. Was ist hier los? Da staut sich's hier. Und da geht's. Was macht dieses Stück? Gucken wir mal an. Wer da wo fährt? Aha, da waren schon ganz viele zu sehen. Okay, die fahren da alle rein. Und natürlich auch raus. Eine Einfahrt, eine Ausfahrt. Alles hier. Die wollen auf diese Straße auch und von dieser Straße. Ach so, da ist die Bahn. Vielleicht sollten wir dann mal hier öffnen, ne? Hier so reinfahren, ne? Dann machen wir doch mal hier eine Straße rein. Und zum Einbahnstraße. Dann machen wir da eine Einbahnstraße und hier eine Einbahnstraße, oder? Größer? Ach so, größer ist hier, ne? Gibt's keine. Sechsspurig. Machen wir sechsspurig, zack. Läuft, oder? Auswahl, entfernen, das und das auswählen und fährt schon einen, ja, einer. Ein paar mehr, so ist nicht. Und die Grünen sind die Fußgänger, die gehen jetzt auch da durch, die freuen sich, dass sie spazieren gehen dürfen, ne? Ja, so wie es aussieht, werden es aber mehr. Ah, hier ist natürlich Bambule. Achso, wir müssen da hinten, ja. Okay, warte mal. Nee, das ist noch nix. Doch, ist schon richtig, oder? Habe ich das jetzt angewählt? Nein, jetzt habe ich es angewählt. Einer fährt sogar durch. Und alle fahren hier noch lang. Müssen wir ändern. Wollen immer noch alle hier rein. Das heißt, wir machen da eine Einfahrt und hier die Ausfahrt. Das ist doch ideal, oder? Zack. Straße ist schon richtig ausgewählt. Ausrufezeichen und ändern. Andersrum. Und da ist eine Buslinie, die jetzt kaputt gegangen ist. Repariert sich auch nicht. Da müssen wir die wahrscheinlich... Ah, okay, deswegen repariert die sich nicht. So, jetzt läuft's, oder? Das muss weggehen. Das muss weggehen. Geht er so weg? Geht das weg oder geht das nicht weg? Und was fehlt denn jetzt hier, bitteschön? Der Bus fährt da rein, fährt da rum. Und der fährt hier rein jetzt allerdings. Ah, jetzt ist es weg, das Symbol. Alles klar, hat es doch geklappt. Dann ist das auch erledigt. Rotes Zeichen sehen wir jetzt. Das wird sich natürlich noch entspannen müssen wahrscheinlich. Aber wir können mal gerade gucken, wie die Kreuzung geschaltet ist. Ah. Gut, dann machen wir das anders. Ne, da nicht. Da. So, da fahren ja... Zwar welche raus, aber nicht ganz so viel. Was ist hier? Hier brauchen wir keine Kreuzung, keine Ampel. Die können einfach reinfahren, oder?
Wenn, dann müssen die anhalten. Oder? Nee, wenn, dann müssen die anhalten. Da steht ja keiner. Macht Sinn, das so rumzumachen. Gut. Muss da eine Ampel? Das ist die Frage. Hier muss definitiv keine Ampel. Kommt ja keiner in dem kleinen Stück. Und hier? Sieht jetzt auch nicht so aus, als ob eine Ampel Sinn macht. So, dann rot. Ist nichts mehr. Das ist rot, ist weg. Hat gut geklappt. Haben wir hingekriegt. Hinten. Ja, entspannt. Alles entspannt. Hier. Es war rot, aber nicht so schlimm. Es fließt vor allem. Hier ist alles gut. Alles gut. Hier ist rot. Da ist auch rot. Okay, hier ist rot und das kommt alles von hier hinten. Ach so, hier ist ein Viertel, ne? Waren die denn alle hin hier? Machen wir erstmal hier das Rote an. Mit der Route. Da war rot, oder? Okay, die kommen alle von hier hinten und wollen da hoch und vor allem aber hier. Und ach, da geht die Wurst hoch. Okay. Warte mal, dann machen wir mal das Stück an. Und die kommen alle von hier hinten. Okay. Wenn wir nicht hier oben noch so, dann entspannen wir die Straße, wenn die hier hinten direkt raus können. Dann machen wir das doch so, oder? Dann nehmen wir doch mal hier das Autobahnding und bauen hier was los. Da müssen wir, nee, das Geschwungene wollte ich haben. Hier in der Kurve geht's raus. Nee, so und dann so, oder? Geht nicht. Macht er nicht. Dann so. Ah, da war irgendwas blau gerade. Dann so raus. Kommen wir darüber, ja, aber wir müssen tiefer. Also, das geht schon so. Machen wir das doch. Und können jetzt hier rum mit dieser Straße weiterfahren. Hier rum und dann da dran. Geht das? Okay, ein bisschen hügelig hier, ne? Okay, das ist. Oh, ah, das sah gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Hier so mit dieser Brücke und dann so da drauf, oder? Das ist doch schon mal schick, oder? So, jetzt müssten wir hier unten die Straße entlasten können dadurch. Also erst ausmachen, dann auswählen, dann gucken, wer fährt lang. Ja, oh. Von hier auch aus ist gar keine Autobahn. Ich dachte, wäre eine Autobahn. Gut, aber nicht schlimm, aber das hier unten ist ja eine Autobahn auf jeden Fall und die fahren da alle drauf. Entschuldigung. So, jetzt gucken wir, wie hier unten hatten wir vorhin dieses Stück ausgewählt. Wird das entspannter? Das machen wir aus hier. Ja, ist noch eine dicke Wulst, die da hin und her fährt, ne? Wo fahren denn die anderen hin? Ah, die fahren da alle rein, ne? Ah, fahren da runter. Ich glaube, es ist überhaupt entspannter geworden, oder? Ein paar fahren ja auch noch da. Ja, das sind schon weniger. Da oben müssen mehr langfahren, oder? Gucken wir mal. Ja, da sind jetzt reichlich am Fahren. Das passt schon mal. Das ist also schon mal die, die jetzt hier langfahren, sind schon mal definitiv nicht mehr hier unten am Langfahren, ne? Okay, wo fährt der Rest denn dann noch hin? Da biegen ein paar rein. Ja, die meisten fahren hier lang. Aber es ist ja auch so, dass natürlich in diesem unteren Bereich, ja, die kommen auch von hier unten, ne? Und wenn ich jetzt diese Brücke anklicke, dann kommen weniger von hier. Da muss was passieren. Ja. Wollen wir mal räumen. Ja, kann nur so funktionieren und kann man nicht von ausgehen, dass das dann top ist, ne? Das bleibt auch aus. Jetzt könnte man noch überlegen, dieser Bergpfad, der hier hochgeht, ist das der?
Machen wir gerade noch mal die Verkehrsdingensdichte. So, das war falsch. Route war richtig. Das hatten wir eben. So, da fahren viele hoch. Und die wollen alle da oben parken. Drehen dann wieder um. Und fahren hier wieder runter. Weil sie Spaß haben, da hoch zu wandern, wahrscheinlich. Okay. Wo fahren die lang? Die fahren da lang, kommen von da. Wenige fahren da lang, aber viele kommen von da und fahren dann da hoch. Okay. Das ist so. Kann man nicht ändern, ne? Und die höchstens hier so gut da hochfahren, aber das bringt ja jetzt auch nicht wirklich, dann können sie auch da unten rumfahren. Gut, gucken wir mal, wie es denn so entspannt ist. Ach Gott, hier unten ist ja gar nichts entspannt. Wo stehen die denn alle an? Wo wollen die denn hin? Vor allem ist es ja hier schon mal irgendwas mit der Ampel wieder falsch, oder? Ja. Kann nur so sein. Da braucht nichts. Und da ist auch nichts. Weil da stehen sie ja Schlange und da nicht. Macht also Sinn, dass das so ist, oder? Hier auch eine Ampel. Macht jetzt auch keinen Sinn, eine Ampel da zu haben. So, die stehen da jetzt Schlange, ne? Die Ampel ist jetzt nicht das Richtige. Wir haben jetzt Verkehrsfluss, aber wir haben hier noch einen Stau. Wäre es doch besser, so zu machen. Die fahren da nur rauf. Das geht für die Linksabbieger. So besser. Da stehen sie. Und da stehen sie auch. Okay, müssen wir anders checken. Weiß ich aber noch nicht wie. Müssen wir mal gucken. Rote wieder. Diese Kreuzung. Okay, die kommen also von hier. Wollen alle nach da. Und fahren alle nach da weg. Das würde bedeuten hier rüber, oder? Ja. Nur das hier irgendwie hin. Hier raus, da drehen. Ist doch sowieso ein Freigelände, oder? Zum Park. Kann man hier hochfahren, ist die Frage. Könnte man hier so rumfahren? Auf jeden Fall hier. Dann machen wir das doch da erstmal. Eine Auffahrt auf die Autobahn. So, das ist doch schon mal wichtig. Route, das aus, das an, gucken, wer da lang fährt. Einer. Ja, werden aber mehr und von da hinten kommt er vor allem. Jetzt müssen wir nur gucken. Ja, nimm zu. Kommen immer mehr. Dann findet da bestimmt auch kleine Entlastung statt. Hier auf jeden Fall. Wo war's? Hier war's. Der kommt von hier und fährt da lang, um dann hier hinzukommen. Wie doof ist das denn? Kann doch hier lang fahren, oder? So, gucken wir nochmal. Die kommen von hier und fahren dann da rein.
um dann dahin zu kommen. Warte mal, dann können wir das doch hier auch managen, dass die hier unten gleich reinfahren können, oder? Das ist natürlich jetzt hier schlecht, ne? Kriegen wir das irgendwie so hin? Hab ich gerade was Blaues gesehen? Ne, ne? Nee. Das würde bedeuten, wir fahren. Hier raus. Mal hier raus. Passt. Gut. Den weg. Den hin. Den hin. Hier fährt. Achso, das ist. Ah, okay. Fährt gar nicht auf die Autobahn, sondern fährt gleich wieder darüber. Aber hier sehen wir, den ersten kommt schon, der da reinfährt. Dann wollen wir hoffen, dass das hier vielleicht besser wird, dass da welche sich überlegen, da lang zu fahren. Weil das war ja auch die Strecke, die hier ist, ne? Dahin wollen. Ja. Und werden mehr. Gut, okay. Haben wir schon mal. Aber ich würde dann sagen, machen wir erst hier wieder eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Wenn ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, damit ihr eine Info kriegt, wenn ich ein Video hochlade. Schreibt was in die Kommentare, dann können wir uns drüber unterhalten. Alles klar, bis dann. Tschüss.